Ja, hier ist jetzt relativ viel Text. Das ist ja normalerweise hier auf der Tafel nicht so. Aber es ging leider nicht anders und deswegen werde ich dir das jetzt hier auch einfach nochmal alles ein wenig vortragen. Wir haben jetzt hier Quadratzahlen und wir haben das Thema Quadratwurzeln, also zwei Themen im Grunde, die aber sehr eng miteinander verwachsen sind. Ich habe erst heute in meiner 11. Klasse das Thema Potenzen, also im Grunde auch Quadratzahlen, geübt. Und daran siehst du, naja, in der 11. Klasse, da waren echt Probleme und deshalb hier auf jeden Fall nochmal die Motivation. Wenn du das jetzt verstehst, hast du dann später keine Probleme mehr, denn das Thema kommt immer mal wieder auf. Naja, fangen wir jetzt mal an. Hier haben wir jetzt das erste Thema, das sind die sogenannten Quadratzahlen. Damit geht es jetzt hier auch los. Und zwar an dieser Stelle. Quadratzahlen sind Zahlen, die durch Multiplikation einer ganzen Zahl mit sich selbst entstehen. Diesen Rechenschritt nennt man dann Quadrieren. Du siehst das jetzt hier in diesen ganzen Beispielen. Wir haben hier 1 mal 1 ist 1 Quadrat ist gleich 1. Wir haben 2 mal 2 ist gleich 2 Quadrat ist gleich 4 und so weiter. Wichtig ist dabei eben, dass eine Zahl mit sich selber multipliziert wird. Dann entsteht eine Quadratzahl. 2 mal 2 ist also gleich 2 Quadrat ist gleich 4. Nehmen wir uns das mal raus. 2 Quadrat. Dabei nennt man das, was hier unten steht, diese 2 hier, das ist die sogenannte Basis. Ja, das steht hier unten und das gibt an, welche Zahl es ist, um die es geht. Und oben im Exponenten steht dann drin, wie häufig diese Zahl mit sich selber multipliziert wird. Diese 2 hier, die in der Basis steht, wird also hier 2 mal mit sich selber multipliziert, das ist also gleich 2 mal 2 und das ist gleich 4. Dann kommt das 1 mal 1 und dann ist die Sache schon eigentlich gegessen. Viele haben jetzt damit Probleme, wenn hier zum Beispiel sowas steht wie, keine Ahnung, 5 hoch 2, dann wird da hingeschrieben, ist gleich 10, weil man einfach Basis und Exponent multipliziert. Das ist aber falsch. Man muss die Basis halt eben so häufig miteinander mit sich selber multiplizieren, wie das der Exponent angibt. So, das ist grundsätzlich erstmal die Quadratzahl. Das siehst du jetzt hier nochmal in Rot, nochmal zusammengefasst. Die Quadratzahl von 7 ist 49. Warum? Weil 7 mal 7, das ist eben die Quadratzahl von 7, 7 mal 7 ist gleich 49. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Thema, nämlich das hier, die Quadratwurzel von 49 ist 7. Jetzt wird das Ganze einmal umgedreht. Wie kommt man da jetzt drauf? Also, wenn du gerne wissen möchtest, was die Quadratwurzel von 49 ist, dann musst du dir die Frage stellen, welche Zahl muss ich mit sich selber multiplizieren, damit 49 rauskommt? Also, du musst dir überlegen, a mal a ist gleich 49. Was ist a? Also, jeweils diese Zahlen sind ja jeweils dieselben. 2 mal 2, nee. 2 mal 2 ist 4, es reicht noch nicht. 3 mal 3 ist 9, reicht auch noch nicht. 4 mal 4 ist 16, reicht auch noch nicht. Irgendwann gelangst du dann zu 7 mal 7 ist 49. Aha, also das a ist 7. Somit ist das Ergebnis von Wurzel aus 49 hier die 7. So kannst du dir das merken. Gut, gucken wir mal in die Situation. Wir haben hier Jonas und Steffen. Hast du das mit den Quadratwurzeln und Quadratzahlen verstanden? Ich komme da immer durcheinander. Was sind zum Beispiel die Quadratzahl und die Quadratwurzel der Zahl 9? Ich komme da auch schnell durcheinander, aber lass uns das mal versuchen. Also, das ist hier eigentlich ganz einfach, was die Jungs sich hier vorgenommen haben. Es geht bei den beiden jetzt hier um die 9. Einmal wollen sie gerne die Quadratzahl, sagt Jonas hier. Einmal geht es um die Quadratzahl hier. Die soll bestimmt werden. Das ist relativ einfach. Das ist die Frage hier nach. 9 in der Basis, 2 im Exponenten, das heißt 9 mal 9. Sozusagen zweimal die 9 mit sich selber multipliziert. Und das ist ja kleines 1 mal 1, 81. So, das war jetzt das Erste, was Jonas gefragt hat. Und das Zweite war die Quadratwurzel selber. Die ist immer etwas schwieriger. Was ist die Quadratwurzel von 9? Also, was ist das hier? Wurzel von 9 ist gleich Fragezeichen. Da hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist immer die Frage danach, welche Zahlen muss ich miteinander multiplizieren, also eine gleiche Zahl, nämlich die Zahl a, das ist jetzt einfach mal ein Buchstabe als Platzhalter, es könnte jetzt irgendeine Zahl sein, 1, 2, 3, 4 oder was. Diese Zahl multipliziere ich mit sich selber einmal, beziehungsweise sie kommt zweimal vor, und das Ergebnis muss 9 ergeben. Okay, dann fängt man an. 1 für a eingesetzt. 1 mal 1 ist 1, reicht noch nicht. 2 mal 2 ist 4, reicht noch nicht. 3 mal 3 ist 9, passt also. Daraus folgt, das ist so ein daraus folgt Pfeil, a ist also hier gleich 3. Somit muss das Ergebnis hier oben, die Quadratwurzel aus 9, auch 3 sein, denn die Probe des Ganzen ist, 3 mal 3 ist 9 und das steht unter der Quadratwurzel drunter.
Und das ist im Grunde hier auch schon das Ergebnis. Und da sehen die beiden eigentlich, dass das gar nicht so schwer ist. Dafür muss man die Quadratzahlen echt gut auswendig können. Das ist die eine Sache. Man muss hier oben, schau nochmal auf die Tafel, die Quadratzahlen auswendig können. Hier steht das Ganze nämlich. 3 mal 3 ist 3 Quadrat und das ist wiederum 9. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, was die Wurzel aus 9 ist, nämlich 3. So, ich habe es nämlich vorher schon mal gerechnet, sonst könnte ich das jetzt auch nicht so schnell im Kopf. Und dann müssen wir noch einmal die Quadratwurzel aus 25 bilden. Und das kann nur 5 sein, denn die Multiplikation oder das Produkt aus 5 mal 5 ist nämlich 25. Und da das so ist, muss man sozusagen dann...